So, und jetzt ist der Präsident des Oberösterreichischen Fußballverbandes bei mir, Gerhard Götschhofer. Vielen Dank fürs Kommen. Gestern war das Länderspiel auf der Google. Wie war es denn? Was hat man denn gehört? Sie waren ja selber oben. Welche Stimmen gab es? Hat sich die Premiere sozusagen bewährt? Dürfen wir darauf mehr hoffen? Es war ein gelungener Einstand. Am meisten hat mich aber gefreut, dass meine Kollegen aus den anderen Bundesländern und auch Vertreter der Bundesliga wirklich begeistert waren über dieses Stadion. Und damit hat natürlich der Oberösterreicher besonders Freude. Es hat ja rund um dieses Ländermatch auch Gespräche gegeben. Eines der Themen, so war zu vernehmen, war eine Reform der Regionalliga. Was ist denn da der Stand der Dinge? Ist da was rausgekommen? Na, herausgekommen ist noch nicht so viel. Allerdings muss, glaube ich, auch Überzeugungsarbeit langfristig geleistet werden. Es ist zumindest gelungen, dass der Antrag, den wir gestellt haben, in der Sportkommission behandelt wurde. Und die Sportkommission hat den Landesverbänden eine dreiwöchige Frist gesetzt, innerhalb der sie eben ihre Meinung zu der derzeitigen Regionalliga-Struktur mitteilen sollen, damit dann anschließend Ende April im Präsidium beschlossen werden kann, ob es wirklich Versuche geben soll, an der Struktur zu feilen, beziehungsweise überhaupt auch dann unter Berücksichtigung der Verbindung zur Bundesliga wieder neue Ideen zu entwickeln. Aus Oberösterreich kommt aber der Vorschlag der Regionalliga Nord gemeinsam mit Salzburg, oder? Aus Oberösterreich natürlich wäre das eine Wunschvorstellung. Ja? Nur kann man nicht schon mit einem fertigen Produkt in die Verhandlungen bzw. in die Überlegungen gehen. Jetzt geht es einmal darum, dass überhaupt alle, nämlich die neuen Landesverbände, bereit sind, über eine Regionalliga-Struktur nachzudenken, zumindest zu evaluieren. Kommen wir noch zum leidigen Aufstiegsthema. Das berührt ja auch die Regionalliga. In den letzten Jahren gab es keinen Aufsteiger aus der L1 Oberösterreichliga in die Regionalliga. Man hat jetzt versucht, da Bestimmungen zu verändern, dass die mehr oder weniger gezwungen sind. Was ist jetzt Stand der Dinge? Was passiert mit dem, der heuer Meister wird? Ja, die Aufstiegspflicht, die gibt es schon seit vielen Jahren. Es war nur halt bislang so, dass wenn jemand die Regionalliga-Infrastruktur nicht erfüllt oder erfüllen kann, dann hat man ihn natürlich nicht zwingen können, gegen seinen Willen aufzusteigen, weil er ja natürlich Investitionen hätte tätigen sollen, die man nicht verlangen kann. Jetzt ist es so, wir zäumen das Pferd vielleicht ein bisschen von hinten auf und sagen, wer in der OÖ-Liga, in der LT1 Oberösterreich-Liga mitspielen will, der möge zumindest so viel Qualität aufzeigen, dass er auch in der Regionalliga spielen könnte. Und ab wann gilt das jetzt? Weil in den Verlautbarungen vom 29. Juli ist das ja noch nicht so formuliert gewesen. Das hat man erst später gemacht, da war schon laufender Meisterschaftsbetrieb. Ja, der Irrglaube ist, dass man meint, diese Voraussetzung in der LT1 Oberösterreich-Liga mitspielen zu können, sei ein Teil der Aufstiegs- und Abstiegsbedingungen. Das ist nicht richtig. Das ist eine Sonderlizenzbestimmung, wenn man es so sehen möchte. Wer eben in dieser Liga mitspielen will, der soll eben auch entsprechendes Niveau mitbringen, hat aber nichts mit den Auf- und Abstiegen zu tun. Das gilt also jetzt ab sofort oder jetzt muss ich nur mal die Frage stellen, ab der nächsten Saison? Ab der nächsten Saison. In die laufende Saison natürlich kann man nicht eingreifen. Jetzt gab es ja die Aufforderung an die Vereine, bis 1. März Unterlagen einzureichen. Sind die alle gekommen oder fehlt da jemand? Sind alle gekommen. Wir sind jetzt dabei, Woche für Woche die Plätze und die Anlagen zu prüfen. Und was ich informiert bin, sind derzeit alle geprüften Anlagen entweder zur Gänze Regionalliga und damit auch LT1 Oberösterreich-Liga tauglich. Sofern Kleinigkeiten fehlen, werden wir mithelfen, diese zu erfüllen. Die Kleinigkeiten könnten maximal 5.000 Euro kosten dürfen von Seiten, was der Verband zuschießt, oder? Ja, aber wir haben auch keine so großen Investitionen bislang gesehen, dass sich das ein Verein nicht leisten könnte. Was werden so das, wo es momentan noch hakt? Es könnte sein, dass eine WC-Anlage fehlt. Da gibt es die Möglichkeiten, dann mit Container zu arbeiten. Also
keine großen Sachen. Die Plätze an sich sind in Ordnung, sind ausreichend groß. Also wir haben kein Problem, dass irgendein Verein einen zu kleinen Platz hätte, was wirklich große Investitionen verlangen würde. Also ich bin optimistisch, dass alle Vereine diese Bedingungen erfüllen können. Ja, vielen Dank dann, Gerhard Götschhofer, fürs Gespräch. Und hier in St. Martin gab es das Spiel zwischen der Union und zwischen dem ASK St. Valentin. Und darüber berichten wir gleich nach der Werbung.